Pyrotechnik im Stadion ist ein Spaß für wenige und ein Ärgernis für viele. Kürzlich sind bei einem Spiel sogar zwei Frauen verletzt worden. Welche Konsequenzen der FC Augsburg jetzt zieht, das erzählt uns Sportreporter Johannes Graf. Außerdem geht es heute um die Frage, ob es fair ist, wenn SUV-Fahrer höhere Parkgebühren zahlen müssen. Ich bin Greta Prünster und ich sag guten Morgen. Wer im nächsten Jahr in Augsburg seinen Müll rausstellt, der wird dafür auch tiefer in den Geldbeutel greifen müssen. Das sind zumindest die Pläne der Stadt Augsburg. Vermutlich werden die Gebühren um etwa 10% steigen. Als Gründe nennt die Stadt zum einen die gestiegenen Treibstoffpreise für die Müllabfuhr, aber auch die Müllverbrennung in der Abfallverwertungsanlage dürfte teurer werden. Das hängt unter anderem mit dem Emissionshandel zusammen, der wohl ebenfalls teurer wird. Und dann ist da ja auch noch der Müllberg, der voraussichtlich 2028 voll sein wird. Das heißt, dann müssen aufgefüllte Teile der Deponie rekultiviert werden und dafür will die Stadt jetzt schon mal Geld zurücklegen. In Italien laufen derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem 58-jährigen Augsburger, der eine Bergtour unternehmen wollte. Der Mann war Mitte September zu einer Wanderung auf das Monte Rosa-Massiv aufgebrochen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Sein Auto wurde wenig später gefunden. Polizei und Bergwacht haben daraufhin eine Suchaktion gestartet. Auch die Feuerwehr war involviert. Sie suchte das Gelände mit Hubschraubern ab. Problematisch ist, dass zuletzt sehr viel Neuschnee gefallen ist, etwa 40 Zentimeter. Das macht die Suche in höheren Lagen sehr schwierig. Seit gut 2 Monaten wird das Rathaus jetzt ja schon saniert. Das ist nicht nur eine Umstellung für die Menschen, die da arbeiten, sondern auch für viele Touristinnen und Touristen. Das Rathaus und ganz besonders natürlich der Goldene Saal zählen nämlich zu den beliebten Attraktionen in der Stadt. Damit Besucher nicht ganz enttäuscht werden, hat sich die Stadt etwas überlegt. Im Vorraum gibt es jetzt eine Interimsausstellung. Dort können die Touristen zumindest nachempfinden, wie es sich anfühlt, den Goldenen Saal zu besichtigen. Es gibt große Bilder vom Saal und von den Deckenmalereien, dazu natürlich Infotexte über die Geschichte des Rathauses und auf einem Bildschirm können sich die Besucher sogar virtuell durch das Rathaus führen lassen. Die Bauzeit für die Sanierung soll voraussichtlich noch bis zum Frühjahr 2026 dauern. Ja, wie immer schauen wir, was das Wetter heute bringt. Von einem goldenen Oktober kann leider keine Rede sein. Es ist bedeckt mit Temperaturen um die 11 Grad. Im Laufe des Tages sind anhaltende Schauer zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei etwa 13 Grad. Und abends kühlt es sogar noch auf 6 Grad runter. Das kürzliche Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 wird vielen in Erinnerung bleiben und das nicht aus einem guten Grund. Ultras hatten dort Pyrotechnik gezündet und dabei wurden 2 Frauen verletzt. Ja, wieder einmal flammt die Debatte über Sicherheit im Stadion auf und die Frage, wie weit Fankult gehen darf. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Sportredaktion, mit Johannes Graf. Hallo Johannes. Hallo. Was genau ist den 2 Frauen denn passiert? Also wie sind sie denn verletzt worden? Ja, das war im Spiel des FC Augsburg gegen Mainz 05. Unmittelbar nach der Halbzeit haben die Ultras in ihrem Block wahnsinnig viel Pyrotechnik gezündet. Also es war bedeutend mehr, als man sonst gewohnt ist. Vor allem, es war auch in Bereichen, wo die Ultras normalerweise nicht zünden. Also es gibt immer so ihren eigenen Bereich, das ist der M-Block im Stadion, wo sie eigentlich so beheimatet sind und da kommt schon öfter vor, dass mal Pyrotechnik gezündet wird. Aber in dem Fall jetzt war es tatsächlich so, dass es sie wirklich großflächig über den ganzen Stehplatzbereich hingezogen hat. Und anscheinend ist es dann so gewesen, dass eben da auch 2 Frauen verletzt wurden während dieser Pyro-Inszenierung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Okay, du sagst, da wurde schon einiges an Pyrotechnik gezündet. Gibt's da denn Zahlen oder zumindest ungefähre Angaben? Offiziell hat der Schiedsrichter von 20 bengalischen Fackeln geschrieben. Wir saßen oben auf der Pressetribüne und ich habe dann einfach mal kurz überschlagen
Und ich bin jetzt, ohne dass ich jetzt die genaue Zahl benennen kann, aber ich bin mal grob auf so 60 Fackeln ungefähr gleichzeitig gekommen. Also was schon echt eine ziemlich krasse Menge ist. Also deswegen, das Stadion war komplett eingenebelt, minutenlang. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt sehr angenehm war für die Leute, die da in unmittelbarer Umgebung standen. Wie steht denn jetzt der FCA zu solchen Aktionen und wie reagieren denn die Fans, die nicht zur Ultra-Bewegung gehören? Ja, also inzwischen ist es immer stärker so, dass auch Fans, die ja eben nicht zu dieser Ultra-Bewegung gehören, dass die das auch nicht wirklich gut heißen. Man könnte auch sagen, dass sie wirklich eine Abneigung entwickeln. Es wird dann auch gepfiffen im Stadion und dass der FC Augsburg was dagegen hat, gegen diese Pyro-Inszenierungen, das versteht sich von selbst, allein finanziell, weil man ungefähr damit rechnen kann, dass man für jede Fackel, die gezündet wird, ungefähr 1000 Euro zahlen muss. Also wenn man es jetzt mal für diesen Einsatz, so kann man ihn auch nennen, jetzt mal benennt, dann wären es ungefähr 60.000 Euro, allein für diesen einen Einsatz. Also das ist schon mal wirklich was, das Finanzielle tut weh und natürlich wird es total verurteilt, absolut auch zu Recht, wenn da irgendwelche Leute zu Schaden kommen. Also das darf ja wirklich eigentlich gar nicht sein. Okay, kurz zum Verständnis. Also das heißt, der Club muss Strafe zahlen. Wofür wird das Geld denn dann genutzt? Genau, also der Club muss Strafe zahlen. Teilweise wird es dann in sicherheitsrelevante Bereiche, muss es dann gesteckt werden, das Geld. Und sonst geht das normalerweise an gute Zwecke oder an soziale Zwecke. Außer warnen, verbieten und verurteilen, was könnten denn konkrete Maßnahmen sein, damit so etwas nicht wieder passiert? Ja, also da gab es schon viele Versuche und letztlich natürlich kann man immer versuchen, mit der aktiven Fanszene in Dialog zu treten, versuchen das Ganze schon im Vorfeld einzudämmen, wobei eigentlich so richtig die Clubs noch keinen Weg gefunden haben, wie sie da mit ihren Ultras umgehen sollen. Also viel basiert da auch auf Vertrauen. Natürlich wird es geschätzt, wenn die große Choreografien machen, wenn die ihre Mannschaft bedingungslos anfeuern. Andererseits wird dieses Vertrauen halt oft dann auch von den Ultras ausgenutzt. Teils wird es auch benutzt, um dann eben Pyrotechnik ins Stadion zu schmuggeln. Und ja, das ist eben alles so eine schwierige Gemengelage. Letztlich muss man sagen, Strafen alleine können es eigentlich auch nicht sein, Verbote alleine können es auch nicht sein, aber es sind halt Grenzen und auch im Stadion gelten Recht und Gesetz und wenn sich Ultras drüber hinwegsetzen, dann muss man da einfach noch rigoroser durchgreifen. Ich schätze mal, dass es einfach auch viel über Geld gehen wird, die Strafen müssten eigentlich noch viel höher sein. Jetzt ist es auch im Gespräch, ob es sogar mal Punktabzüge gibt, wenn Pyro im Einsatz war. Also das sind alles so die nächsten Eskalationsstufen. Andererseits ist auch wieder so, das wird den Ultras nicht gefallen. Und so wie man sie kennt, reagieren sie eigentlich dann mit noch mehr Pyrotechnik. Und ja, dann wird die Spirale sich immer weiter drehen. Sagt mein Kollege Johannes Graf. Vielen herzlichen Dank für die Infos. Bitteschön. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Lage in Nahost spitzt sich weiter zu. Als Reaktion auf die Bodenoffensive im Libanon hat der Iran am Dienstagabend mit Dutzenden Raketen reagiert. Unter anderem über Tel Aviv waren Explosionen zu hören. Inzwischen hat Israel Entwarnung gegeben. Die Menschen konnten wieder aus den Bunkern rauskommen. Ob es Verletzte gab, das ist noch unklar. Zum Schluss schauen wir noch nach Frankreich, genauer gesagt auf die Hauptstadt Paris. Um das Verkehrschaos dort in den Griff zu kriegen, lässt sich Bürgermeisterin Anne Hidalgo nämlich immer wieder was Neues einfallen. Mit ihrer neuesten Idee dürfte sie vor allem Liebhaber von großen Autos verärgern. Sie hat nämlich die Parkgebühren für SUV-Fahrer verdreifacht. In zentralen Bezirken kostet Parken jetzt also 18 Euro pro Stunde anstelle von 6. Das gilt übrigens auch für Touristen. Der neue Tarif gilt für Autos, die mehr als 1,6 Tonnen wiegen. Bei Elektrofahrzeugen ist es ab 2 Tonnen. Ob das fair ist, da gehen die Meinungen stark auseinander. Einige argumentieren, das sei gerade richtig so, weil eben SUVs die Umwelt stärker belasten. Andere sind der Meinung, dass so gerade Familien mit größeren Autos abgestraft würden.
Ob das Gesetz jetzt was bringt oder nicht, das wird sich natürlich erst nach einiger Zeit zeigen. Jedenfalls haben schon mehrere Städte Interesse daran bekundet und überlegen sich jetzt ähnliche Regelungen. Ich vermute jetzt mal, das ist nur meine persönliche Einschätzung, dass eine solche Regelung im Autoland Deutschland eher schwierig umzusetzen wäre. Ja, damit sage ich Tschüss für heute. Morgen wird es wegen des Feiertags keinen Podcast geben. Das heißt, wir hören uns dann wieder am Freitag. Mein Name ist Greta Brünster. Danke fürs Zuhören und bis bald.